Hey Luki, was kommt denn heute? Eine Gemüsesuppe. Eine Gemüsesuppe? Mhm. Aha, aha, du hast ja schon ganz schön viele Sachen hergekriegt. Ja. Was brauchen wir da alles? Karotten. Gut, wieder. Ja. Ein bisschen Zwiebel. Ein Zwiebel. Eine mehlige Kartoffel. Eine mehlige Kartoffel? Warum brauchen wir da mehlige Kartoffeln? Dass die Suppe schön sämig wird. Mhm, aha. Ein Knoblauch, das schön stinkt. Ein Knoblauch, was ist das? Ja, natürlich. Und was ist das gleich wieder? Das ist ein Ingwer. Aha, das gibt einen guten Geschmack, gell? Mhm. Und zum Verfeinern, was nehmen wir da noch alles? Eine Kokosmilch. Mhm. Und ein bisschen, ein Schlagrahmen. Und halt Sand. Hey, aber jetzt ist schon 11:55, gell? Wir müssen jetzt eigentlich schon mit dem Kochen fertig sein. Was tun wir jetzt da, dass das so schnell geht? Ein Easy Quick. Jetzt nehmen wir den Easy Quick her. Aha, weil mit dem geht es so schnell. Ja. Ja gut, dann darf ich sagen, schneiden wir gleich unser Gemüse und schon geht's los, gell? Okay, jetzt haben wir das Ganze schon geschnitten und in unseren 4-Liter-Topf rein da. Ja. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser, oder? Aha, genau. So ein Tassel. Also, wir haben jetzt noch keine Gewürze nicht drin und wir brauchen auch nicht so viel Flüssigkeit, gell? Weil wir den danach dann nochmal pürieren. Und wie lange dauert das Ganze? Eigentlich dauert es 8 Minuten, aber ab 4 Minuten müssen wir dann pürieren. Ach so, aha. Ja gut, dann tun wir unseren Easy Quick einmal drauf. Easy Quick drauf. Genau, schalten wir unten gleich auf Automatik. Und dann musst du noch die 8 Minuten einstellen, Luki. Dann müssen wir noch die Zeit einstellen. Genau, Dampfsymbol, perfekt. Und 4 Minuten. Weil ja 8 Minuten gehen ja nicht, wenn wir auch noch pürieren müssen. Genau. Ist ja hier wieder hupft. Finde ich aber irgendwie cool. Das ist lustig, gell? Warte. Ist der Topf, der lebt. Der hat einen Puls. Okay, die ersten 4 Minuten halt um. Jetzt können wir einfach den Deckel aufmachen, da brauchen wir gar nichts entlüften. Wo ist da noch den da? Gar nicht umeinander, einfach runterheben, genau. Aber ein bisschen heben, ja, auf andere Seite. Genau. So, unser Gemüse ist schon schön weich. Und wir tun jetzt einfach da ein bisschen reinpürieren. Luki, tust du mit du schnell ein bisschen filmen da? Ja. Okay. Damit sich das ein bisschen schöner pürieren lässt. Und Wasser brauchen wir sowieso für die Suppe. Geben wir uns gleich nochmal eine Tasse drauf. Dann wird das Ganze kurz püriert. Und jetzt werden wir noch ein bisschen verfeinern. Mit was? Achso, mit der Kokosmilch. Dann haben wir unsere Kokosmilch da rein. Genau. Und ein bisschen Lasagne. Und ein bisschen Gewürze noch. Okay. Ein wenig Curry kommen wir mit rein. Ich hab schon was rein. Und was ich nicht gern mag, das ist ein bisschen der Majoran. Essen. Und jetzt mischen wir das Ganze noch mit ein bisschen Wasser durch und am Schluss werden wir noch zum Durchkochen ein bisschen
Lorbeerblatt rein. Jetzt nochmal eine Tasse Wasser. Genau, also insgesamt haben wir jetzt 600 ml Wasser, ja, ein bisschen Sahne und 200 ml von der Kokosmilch. Okay. Jetzt brauchen wir auf alle Fälle noch einen schönen Löffel Salz, weil Salz haben wir noch gar keins drin. Stimmt der wieder. Aber das tut ja jeder selber, wie er meint, dass es einfach ein bisschen abschmecken, okay, und ein bisschen verfeinern, so wie es euch am besten taugt. Und wer es halt einfach anders mag, zum Beispiel wenn er noch der Chili rein da mag oder so in die Sachen hat, genau, sind Gewürze, die das kann er auch rein tun. Schmeckt's? Ja, wunderbar. Ein bisschen Salz geht noch ab. Okay, so, jetzt. Muss ich einmal probieren, glaube ich. Na, dann probier einmal du. Ja, geht. Okay. So, jetzt machen wir nochmal schnell. Noch mal ganz kurz 4 Minuten und dann können wir schon essen. Endlich. Ja, zwei Sachen gehen noch ab. Und zwar einmal, was hast du da in der Hand? Lorbeerblatt. Das Lorbeerblatt. Da mal einfach reinlegen. Genau, das legen wir einfach rein und danach wieder raus. Und die Ingwerstickerl. Gell, die Ingwerstickerl, die darfst du nicht mit pürieren, weil sonst wird das Ganze ganz schön scharf. Ja. Und bei mir essen ja so viele Kinder immer mit und deswegen haben wir gesagt, lassen wir das Ingwerstickerl und der, wo das dann bei sich im Teller hat, der darf dann am Schluss beim Zusammenräumen helfen. Okay. Der Luki Leffi tut schon die ganze Suppe aus. Luki, du musst den Easy-Quick-Deckel auflegen. Komm, hopp, hopp, hopp. Sonst kriegen wir halt nichts mehr zu essen. Ja, genau. Easy-Quick drauf. Okay. Ja. Dann wieder auf Automatik. Und nochmal die 4 Minuten und dann geht's los. Ja. Also, jetzt mal einstellen, oder? So. Wieder auf dem. Also. Ich hab letztes Mal, hab ich's gemeint, also wie es gekommen haben, die Piepser, hab ich gemeint, das war halt so ein. Also. Das war halt so eine Kochhaube, oder? Wie nennt man das? Ja, schaut aus wie eine Kochmütze, gell? Ja, wirklich. Genau, eine Schnellkochmütze. Ja. Okay. Boah, das ist ja voll gut.